Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge F1 2018 in der Koop-Saison mit dem Mike. Hey Leute, ich bin auch wieder am Start und hab heute ein Red Bull T-Shirt an, beziehungsweise Polo-Shirt. Ich war eine Woche im Urlaub, deswegen habe ich auch vielleicht nicht so oft auf Kommentare geantwortet. Aber ich habe mir auf jeden Fall ein Red Bull T-Shirt gegönnt, Polo-Shirt oder was auch immer. Und das ist mega, mega geil, ne? Ich fahre heute mal mit höherem Abtrieb. Ja, natürlich aber trotzdem Abtrieb? Wieder ein bisschen mehr. Ja. Nicht Spitzengeschwindigkeit. Nee, nicht Spitzengeschwindigkeit. Ich weiß es nicht. Nee. Gegen Bots, wobei der Red Bull ist. Nee, ich lasse es so. Es ist zwar eine lange Gerade, aber ich glaube. Ja, ich mache das jetzt so, dass meine Taktik so zack. Ich mache Spitzengeschwindigkeit. Dann machen wir mal ein bisschen was Unterschiedliches. Leute, ich habe ein bisschen was verändert. Ich habe, währenddessen ich im Urlaub war, übrigens habe ich jetzt gerade gesehen, es sind echt 18 Minuten Qualifying, das kurze Qualifying. Währenddessen ich im Urlaub war, habe ich komplett alles verlernt. Ich fühle mich gerade wie der Noob, der noch nie an einem PC gesessen war. Also nicht wundern. Und also ist alles so wie immer. Ja, ja, eben. Ich habe ein paar Sachen verändert. Ich habe mir jetzt überlegt, während ich im Urlaub war, ich stelle die dynamische Dingens da, Ideallinie, auf 2D um. Das haben sich Leute gewünscht, dass die dann nicht mehr 3D eben ist und da in der Welt rum verlackert, ne? Deswegen habe ich die jetzt einfach mal auf 2D umgestellt. Die Kameraperspektive habe ich ein bisschen verändert. Die ist ein bisschen weiter hinten, ein bisschen weiter oben jetzt. Das werdet ihr gleich sehen. Und ich habe mir die 2 Hotkeys gelegt, um die das ERS hoch und runter zu stellen und die Motoreinstellung hoch und runter zu stellen. Also das kann ich jetzt dann machen. Moves, die du da gemacht hast. Also das ist voll cool eigentlich. Ich werde jetzt auch probieren. Ich sehe gar nicht, wo ich auf der Map bin. Das ist so unübersichtlich jetzt. Das ist total kacke. Das ist echt dumm. Ich gucke dir gar ein bisschen zu, weil es sind voll viele. Ja, was heißt voll viele? Aber 11 Leute jetzt. 10 Leute. Ja. Auf jeden Fall. Also letzte Saison war ja Aserbaidschan ein absoluter Erfolg. Ja. Ich habe noch gar nicht aufs Regen geguckt. Also ah ja, kann ich machen. Aufs Regen. Aufs Regen hast du nicht geguckt. Nee, ist Sonnenschein. Also jetzt ja, bewölkt jetzt, und Rennen ist Sonnenschein. Okay. Ja. Klarer Himmel. Ja, auf jeden Fall nehmen wir jetzt... Oh, da ist was abgeflogen. Ja, das war scheiße. Kritisch. Ich habe gerade wieder zu dir geschalten. Du hast nicht mal eine Runde gefahren, ne? Ja. Nee. Auf jeden Fall nehmen wir jetzt hier Aserbaidschan und Spanien auf. Und dann ist Jan erstmal ein bisschen weg für ein paar Tage. Und da werde ich dann wieder trainieren, weitermachen. Und einfach mal Monaco trainieren. Monaco zu rasieren. Genau, Monaco habe ich letzte Saison echt gut gefahren. Und diese Saison will ich es auch mit den anderen Einstellungen jetzt wieder... Boxenstopp, hallo! Wer macht das nicht? Boxenstopp! Das kenne ich manchmal. Das ist nur verzögert irgendwie, weil die Server anscheinend immer noch scheiße sind. Das war bei mir auch, dann nimm das irgendwann 2 Minuten später an. Jedenfalls werde ich auch mit den anderen Einstellungen versuchen, jetzt weiterzumachen, zu trainieren und Monaco gut zu fahren und die Rennen, was danach kommt, natürlich auch. Ich werde jetzt einfach gucken, dass ich allgemein trainierter werde hier ein bisschen, besser fahre, weil so ist natürlich scheiße, wenn Jan hat glaube ich 43 Punkte und ich habe 2, vor allem, ich zeig 3 in die Kamera und sag 2, richtiger Profi, ja, auf jeden Fall, weiß ich nicht, also ich will schon ein bisschen trainieren jetzt und das mache ich dann halt in den Tagen, wo du jetzt eben weg bist und immer wieder zwischendurch, also kriege ich schon hin, Leute. Heute soll es natürlich gut weitergehen, auch wenn ich, wie gesagt, der absolute Noob bin, weil ich nur jetzt aus dem Urlaub zurückgekommen bin, am heutigen Tage, wo wir das aufnehmen sogar, und nichts geschlafen habe. Das ist bei mir eigentlich nicht gut. Ja, keine Ahnung, wir kriegen das hin. Ich warte aber immer noch, ne? Ich habe keinen Bock rauszufahren. Es sind 14 Autos draußen und... Na gut, dann habe ich auch keine Lust rauszufahren. Man kann ja später fahren. Jetzt sind 15 Autos draußen. Sebastian Vettel liegt vor, Alter. Wie viel ist er denn gefahren? 1,44,6. Was? 2.
Ich bin im Zeitfahren. Ich habe das mal, wir haben das kurz Zeit gefahren. Nur kurz, aber wir haben es mal Zeit gefahren. Ich glaube, ich bin 1,47 oder so gefahren. Was? Ja. Die erste Runde war 1,50 und dann habe ich nochmal 1,47 oder 46,5 oder so. Vettel ist auch eine halbe Sekunde schneller als Hamilton. Junge, Junge, Junge. Junge. Es wird crazy. Aber jetzt mit dem Poloshirt von Red Bull, Leute, ist keine Werbung. Aber ja, Aber ganz viele das wird machen gerade geil. eine. Naja, okay, es sind noch viel, einige auch bei Outlap und. Aber die vorderen machen gerade alle eine Inlap. Es sind 18 Leute Also. draußen. Nur wir stehen hier. Also ich würde noch nicht fahren. Vor Nee, allem, weil wir nee. noch 12 Minuten haben. Ist alles tipptopp. Sind wahrscheinlich gleich wieder alle gleichzeitig drin. Und dann haben Ja. wir absolut freie Bahn. Ja, das ist Man muss richtig halt gut. quasi so rausfahren, dass bei der Outlap noch welche draußen sind und man dann aber alle weg sind, währenddessen dann alle drin sind, quasi. Also in der, warte, währenddessen, man Habe muss gerade seine gar Outlap nichts machen, gedacht. währenddessen alle anderen ihre Inlap machen, so. Genau, ja, das muss man timen. Das wäre so eine ganz gute Idee. Ocon macht noch, hier, Grosjean. Ein paar Eigentlich ist machen noch. jetzt gerade fast so die Zeit, Jetzt wäre fast so, ne? Fast. wo man, ja, noch nicht ganz, also ein paar sind Warten jetzt noch gerade noch eine auf der Strecke. Minute. Bottas spielen. Aber gleich müssten wir rausfahren. Das Ding ist, ich nehme mir wieder was vor und lande gleich eh wieder in der Bande. Aber ja. Ich hoffe, ich nehme auch gut auf gerade, weil ich habe einfach alles so gelassen, wie es vorher war. Vorm Urlaub und ich habe keine Ahnung, wie es vorher war. Ne? Ja, bei mir in der Facecam hat sich auch was geändert. Ja, ziemlich viel. Okay, ich denke, ich fahre raus. Ja, dann mache ich mich mit auf. Versprecher sind auch drin, man merkt's bei mir und bei Jan. Bei mir vor allem, ich bin einfach doof. Es gab auch noch ein anderes Poloshirt oder eine Jacke, war mehr Werbung drauf, aber das hat mir nicht so gefallen. Ich habe jetzt einfach ganz chillig da nur Red Bull stehen. Hä? Der Boxenbegrenzer war aus. Ich habe den anscheinend doch irgendwie deaktiviert. Dadurch habe ich gerade Scheiße gemacht. Aber macht Was ja hast du denn nichts. gemacht? Ja, er hat mich nicht aus der Box rausgefahren. Ich musste selber rausfahren. Ich habe das Lenkrad losgelassen. Junge, Ocon hat sich einfach vor mich teleportiert gerade. Er war gerade hinter mir, auf einmal ist er direkt vor mir. Boah, ich muss hier Abstand gewinnen. Boah, das ist aber wirklich so ultra kacke, diese Map. Ich weiß gar Es nicht, wo ich hier laggt. bin. Ich habe ja gar keine Übersicht. Leute, das Laggen, die Lags sind nicht wegen meinem PC oder irgendwas anderem. Das ist wegen den Servern von F1. Es laggt ultra. Das ist nicht mehr feierlich. So ganz viele Mini-Ruckler sind's. Hört sich nicht gut an. Boah, ist So, das diesmal nicht hässlich. in der Boah, ist Outlap das das hässlich. Auto kaputt fahren. In dieser ganz engen hat's gerade geleckt. Wenn ich da mit einem schnelleren Tempo unterwegs bin, fahre ich da ultra gegen die Wand. Was ist das? Also die Lags, das ist ja unglaublich. Warum können die das nicht fixen, Alter? Das Spiel Aber auch ist doch noch jetzt schon kein 2 Wochen Update raus, oder? raus. Doch, ich habe gerade was installieren müssen. Ah, okay. Spiel ist schon 2 Wochen raus. Was ist das? Ja, das wollte ich sagen, steht hier nur ganz dezent Red Bull einfach, das mag ich so. Okay, wir probieren es einfach, Leute. So, ich kann jetzt hier auch immer umstellen. Wie gesagt, das sollte jetzt funktionieren. DRS ist jetzt auf einer anderen Taste. Das ist ganz interessant. Da muss ich mich auch erstmal gewöhnen. Und Interessant. das Benzin und ERS und so, das will ich jetzt viel öfter benutzen und viel öfter umstellen. Bin gespannt, wie gut ich das umsetzen kann. Vor allem jetzt hier im ersten Rennen. Mit Übung geht das natürlich dann schon ganz gut. Aber hier im ersten Rennen bin ich echt gespannt. Auf dieser Kackstrecke Spanien. Also ich finde die hier, also ich finde die macht noch mehr Spaß eigentlich als Spanien. Meinst du? Aber auch, ja, aber hier denke ich eher, dass mein Mir Auto kaputt nicht. geht. Ja, also Also Spanien mir ist halt macht die so. nicht mehr Spaß als Spanien. Ich finde Spanien einfach scheiße. Ich finde die nicht Macht so keinen schlecht. Spaß. Es laggt halt, das macht keinen Spaß. Das ist nicht so geil. Oh Gott.
Also ich habe sehr, sehr schlechte Erfahrungen in der letzten Saison mit Spanien gemacht. Die Runde ist auf jeden Fall nicht gut. Ich weiß gar nicht, wann bist du da rausgeflogen? Bist du da rausgeflogen? Nee, ne. Ich glaube, ich bin ins Ziel gekommen, aber man konnte da sein Auto noch nicht wirklich kaputt machen, aber da war so viel Kies. Junge, wie es laggt. Junge, diese Hochfahrt zur Burg ist so eklig. Ja, und da laggt's bei mir immer. Ich meine, es laggt allgemein, aber da laggt's ultra. Ja, also das ist echt kacke, diese Lags. Da ist auf jeden Fall direkt eine Anzeige raus. Und ich fahre ungefähr 4 Sekunden schlechter als Hamilton. Alter! Auf welchem Platz bist du? Ja, keine Ahnung, ich bin noch in der... Ich bin jetzt kurz vor Startziel. Aber ich werde safe nicht vor dem 10. sein. Oh shit. Ich sehe nur gelbe Flagge hinter mir. Oh, ich habe kein Ding aktiviert. Ups. Ist. Oh fuck! Ja gut, können wir vergessen. Das können wir echt vergessen, Leute. Hast du dich auch gerade kaputt gemacht? Ja, mein Frontflügel. Ich bin einfach geradeaus weitergefahren bei der Startziel. Ich habe gar nicht gebremst, weil ich mich um andere Sachen gekümmert habe. Und ich bin durch meine Rundenzeit bin ich 19. Ja. Aber also ich wäre wär's 20. Ja. Wenn ich nicht kollidiert wäre. Also ich war so hätte schlecht. Relativ weit vorne, glaube ich, sein können, aber. Ich war ultra kacke. Ich habe mir in der vorletzten Kurve habe ich mir meinen Frontflügel gelb gemacht. Und ich bin eigentlich trotzdem noch nicht mehr Vollgas gefahren. Über diese, kurvige Startziel gerade, mehr oder weniger. Und trotzdem hat es mich in die Wand gedrückt und der Reifen ist halt abgefallen. Oh Mann, ist das scheiße. Vor allem, weil die alle wieder rausfahren jetzt. Wie lange haben wir noch? 5,5 Minuten. Ey, wie schlecht ich gefahren bin. Also ich meine, wenn du das sehen würdest, das leckt schon ein bisschen. Das ist ultra kacke. Aber die Kameraperspektive finde ich ganz cool. Also Leute, könnt ihr mal reinschreiben, wie ihr das jetzt findet im Vergleich zu vorher. Ist nicht so krass der Unterschied, aber es ist auf jeden Fall ein Unterschied zu sehen. Halo fällt jetzt noch weniger auf. Spiegel kann man ein bisschen besser sehen. Und ein bisschen mehr, Blickfeld, Sichtfeld. Oh Mann, ey. Also die Runde war ja schon echt scheiße, aber dass ich dann auch noch dagegen fahre, weil ich einfach behindert bin, ist schon echt... Ja, ich bin halt Startziel und fahre einfach weiter, anstatt dass ich bremse, weil da eine Kurve kommt. Zum Glück ist da so eine lange Ausweichspur da, ne, wie auch immer man das nennt, so ein Notausgang. Der ist ultra, ultra lang und breit, sonst hätte ich da alles kaputt gemacht, was ich kaputt machen hätte können. Wo muss ich denn hin? Ja, die guten Notausgänge. Boxenbegrenz habe ich nicht aktiviert. Wo mache ich denn aber an? Das ist echt. Wie, also bist du. Ja, ich habe den aus Versehen irgendwie deaktiviert. Ich weiß nicht wo. Dadurch, dass ich das jetzt umgestellt habe, hat er den. Hast du gerade eine Verwarnung bekommen? Nee, jetzt nicht, aber vorhin beim Rausfahren. Wie, also hast du gerade automatisch. Weit genug abgebremst? Ja, gerade automatisch reingefahren. Der Begrenzer ist nur dafür zuständig, dass du nicht über die weiße Linie rausfährst. Also der hält dich in der Spur quasi. Bremsen macht tut er selber. Ja, wenn ich ist nochmal was anderes, was ich meine. Wenn ich, kann ich jetzt einmal wieder rausfahren, der Frontflügel wird ja direkt repariert, ne? Ja, aber du kannst deinen Reifen auch wechseln. Sollte ich? Ja, ne? Okay, wir fahren noch eine Runde, wir probieren es einfach. Und ich habe jetzt auch, jemand hat mir in die Kommentare geschrieben, danke dafür, dass die Kameras, die DSLR-Kameras, nur immer 30 Minuten aufnehmen, maximal. Sonst wird das irgendwie mehr Dingens Zoll kosten oder so, keine Ahnung. Guck, hier muss ich mich jetzt selber halten.
Sonst fährt er einfach weg. Hä? Ah, okay, jetzt hat er's. Yo, what the fuck? Jetzt hat er's, glaube ich, drin. Ich muss das auf jeden Fall gleich nochmal umstellen, das ist richtig dumm. Ich habe das einfach auf eine andere Taste gelegt, weil es auf dieser Taste war, wo ich jetzt die Sachen hin tun wollte, wegen ERS und so. Habe ich das einfach auf eine andere Taste gelegt und es ist scheinbar auf der Options-Taste. Also wo man auf Pause drückt. Und wenn du da drauf kommst, ist es halt deaktiviert. Ne? Das ist schlau. Muss ich gleich nochmal umstellen. Okay. Mir ist heute meine Facecam nicht so ganz flüssig. Bei mir ist das Spiel Belichtung nicht geil. Liegen. Weil es einfach laggt. Ich weiß nicht, was das soll. Gelbe Flagge deckt vor mir, hinter mir. 5 Platz Gridstrafe, unerlaubtes Blockieren. Ach so, ja, weil ich langsam gefahren bin, weil ich was umgestellt habe. Deswegen war hinter mir. Ja, ich habe einfach was umgestellt. Ja, es macht eh nichts. So wie ich fahre, komme ich eh nicht vor. Ja, das ist so eine Sache. Hey, wir starten von Platz 19 und 20. 20 und 19. Ja, vielleicht ja. Kämpfe ich mir ja noch vor. Vielleicht habe Das hatte ich auch vor. Vielleicht haue ich jetzt noch eine krasse Runde raus. Werd dann irgendwie 10. und 5 Plätze nach hinten, 15. wäre noch okay. Glaubst du, das schaffst du? Nee, eigentlich nicht, aber... Wenn du eine 1,47 im Zeitfahren gefahren bist dann, und du das hier auch wieder fährst, dann wirst du auf jeden Fall Letzter. Ja, also Vorletzter, danke. Weil ich ja Letzter bin. Als ob die alle besser sind. Wir müssen den Schwierigkeitsgrad runterstellen. Wegen der Gridstrafe. Ohne Gridstrafe und du würdest eine 1,47 fahren, wärst du auf Platz 17. Ja, oh, Alter, krass. Ja... Ja, schon ziemlich geil, ne? Das ist richtig nice. Mal gucken, ob ich überhaupt eine 1,47 hinkrieg. Ich glaube nicht mal das kann ich schaffen. Guck mal, wie es leckt! Alter, hat's gerade geleckt! Ne, das ist unnormal. Das ist nicht mehr feierlich, ist das. Ich habe jetzt schöne Bilder, weil ich draußen bin. Ist immer schön, immer ist irgendwann jemand draußen von uns. Ach, guck, Alter, was für eine Scheißrunde ich fahre, Alter. Krieg das Kotzen, Alter. Guck dir das an. Ich fahre ja mit 5 km/h hier lang, Alter. Manche rauschen hier durch, Alter. Ich bekomme gleich nochmal Strafe, weil ich jemanden aufhalte, Alter. So langsam fahre ich hier. Aserbaidschan ist geil, Leute. Ja, wie gesagt, ich muss mich ja einfahren. Das konnte ich leider nicht. Bin heute erst vom Urlaub heimgekommen. Ich dachte, vielleicht schaffe ich es ein bisschen früher, das Denkrad anzuschließen und alles am Start zu bekommen. Aber ich habe heute Abend vor, ein bisschen zu kochen. Und habe mir ein bisschen Fleisch schon mal gewürzt und fertig gemacht. Und habe Pfannkuchenteig auch gemacht. Also heute Abend gibt es Pfannkuchen und Zeugs. Richtig geil, das habe ich Pfannkuchen alles... Pfannkuchen und Fleisch? Ja, nicht miteinander, das Pfannkuchen ist Nachspeise, aber Teig habe ich mir schon mal ready gemacht und das Fleisch und ja, dann wurde es halt doch ein bisschen später. Ja, Platz 19! Platz. Herzlichen Glückwunsch! Ja, danke! Oh, löckt mich doch am Red Arsch. Bull mit ganz großem Erfolg. Ja, wir haben ultra die Chancen jetzt auf den Sieg, ne? Ja. Doppelsieg wird das heute. Also, ich wollte ja, dass Mike endlich mal wieder ein paar Punkte bekommt, damit er... Ja, ja, das was hast du denn für eine... Also, damit du vorne mit dabei bist. 1,48 wärst du oder so letzter geworden. Also. Ja, ich weiß. Ich habe ja gesagt, die Runde war scheiße. Aber... Ich habe ja gesagt, ich übe auf jeden Fall in der Zeit nach Spanien, zwischen Spanien und Monaco. Und da werde ich schon mal ein bisschen besser. Also, da auf jeden Fall keine Sorgen machen. Es wird schon. Da kommt ja nochmal ein Update raus, damit es nicht leckt. Ja, das, die Lecks sind echt scheiße, ohne Spaß. Und ich muss meine Kamera neu starten, die ist bei 29 Minuten. Hallo. So, rot und gelb. Ja, habe ich auch. Ja, machen wir so. Machen wir so, wegen weniger Benzin nehme ich aber. Warte, 28,4 nehme ich.
Benzin. Und doch, bei so einer Strecke ist wenig Benzin. Wenig ist mehr. Wenig ist mehr, okay. Dann nehme ich noch weniger. Ich mach für sechs, genau für 26 Runden. Was? 26,2. Ja, okay, ich mach mal. Ich mach 27, das. Boxenstopp Runde 11. Soll ich reinkommen? Ich auch. Rennen starten. Okay, Wann muss ich reinkommen? Oder? Muss ich auch 11? Ich hab keine Ahnung. What the fuck? Was? Was? Ich starte auf Platz 19, du Lappen. Ah! Hä, wie hast du das denn gemacht? Hä? Weil du strafversetzt wurdest und du hast dich für 19 qualifiziert, ja. Und dann wurdest du noch. Ja. Ja, ist doch kein egal. Ist doch egal, Allah. Ist doch scheißegal. Also nicht fahren ist besser als fahren. Ja, wenn man eine Strafe 5. Junge, guck mal, wie du fährst, Alter. Ja. Er hat ihn fast wieder überholt. Bleibt der erstmal stehen. Kennt da nix. Aber stell deinen ERS zurück für die Dings. Stimmt. Junge! Was machst du? Ja, ich hab gerade auf ERS geguckt und du warst auf einmal richtig langsam. Ja, wie scheiße wir sind, Alter, 19er und 20er. Wurdest du zurückgesetzt? Nein, ich bin nicht in dich reingefahren. Ich hab schon gebremst, aber ich hab's halt spät gesehen, da hab ich mich ein bisschen erschrocken. Junge, wie kacke wir sind, ey. Nee, wir sind nicht kacke. Wahrscheinlich ziehst du jetzt da. Ja, vorne. Du schon, aber ich nicht. Junge, wenn ich wäre sowieso letzter gewesen, so wie ich fahre. Guck mal, wir überholen ihn beide. Alter, der dreht mich. Nein, du drehst dich selbst. Ja. Außer er portet sich gleich wieder vor mich und ist eigentlich gar nicht hier. Aber genauso überhole ich jetzt. Ich bin gerade in Hartley reingefahren, weil der stehen geblieben ist, weil du ihn überholt hast. Jo, ich bin mit Hartley wieder zurückgesetzt worden. Und jetzt kann ich mein Benzingemisch nicht hochstellen, mein ERS und Zeugs. Hey, das ist so ein Prank. Ja, du überholst hier einfach in der Einführungsrunde, dann bleibt der stehen und ich fall mitten drauf. Ja, ich Was will ist das für ein Streichspiel? Ich will mich gut warm fahren. Ja, dein Mull, Alter. So, also ich mach den Weg frei, du musst nachziehen, okay? Ich fahr eh in die Bande. Wenigstens regnet's nicht wie letztes Mal. Das stimmt. Ach, Mann, ja. Ey. Letztes Mal war ein kurzes Vergnügen, aber ich glaube, jetzt könnte es auch ein kurzes Vergnügen sein. Ey, wir sind in der ersten Runde rausgeflogen. Das schaffen wir dieses Mal nicht, dass wir in der ersten raus. Komm, Leute, ich lege einen guten Start hin. Wir stellen auf Fett und auf Überholen, nicht auf Hotlap. Das ist mein Plan. Ich stelle auf Fett, auf Überholen und lege einen guten Start hin. Ich hoffe, dass ich das jetzt überhaupt einstellen kann, während ich starte. Weil ich habe bisher noch nichts einstellen. Tach. Hi. Hi. Okay, viel Glück, wir kriegen das hin. Ich weiß gar nicht, wo. Hä? Er hat meine Links gar nicht angezeigt. Hilfe. Gehabt. Ja, das war gut. Der Start war gut. Oh Gott, ich weiß gar nicht. Mein Auto ist komplett kaputt. Komplett? Bei rote Front. Aber nicht raus. 5 Sekunden Stop and Go. Oh, was machst du? Was hast du getan? Ja, ich hatte keinen Platz. Aber zum Glück bist du nicht komplett raus. Ich wollte. Das ist zwar schon extrem scheiße, aber es ist noch verkraftbar. Ich hätte null Chancen. Ohne Witz. Ich überhole dich gleich. Ja, ich sehe es. Du lagst bei mir. Macht ja nichts. Halt dich nicht lange auf, geh ja gleich an die Box. Ich überhole hier mit roten Frontflügeln, ich bin krass. Gleich fährt er in die Kurve rein, ballert sich alles weg und ist komplett raus. Ja. Beide Räder habe ich sogar verloren. Ich hab's sogar noch gesagt. Mann, was machst du denn? Jetzt lässt er mich allein, Alter. Das ist doch nicht dein Ernst. Aserbaidschan liegt dir echt nicht, das ist. Bei mir auch nicht, aber danach Mann, kommt Spanien. Ich hasse diese Strecken, Alter. Junge, was macht der Typ? Es laggt. Junge, wie es laggt!
Egal, Leute, schaut zu Mike rüber. Da geht's richtig ab, habe ich gehört. Ja. In der Infokarte. Ja, haut rein. Ciao. Tschüss. Mann. Mach Dix, jetzt bist du bei mir der Boxenstopp-Assistent. Du hast genug das Punkte. Du warst, verlierst da deinen ersten Platz dadurch, ne, glaube ich. Ja, ich könnte einiges verlieren. Boah, Hartley ist so langsam. Oh. Ich war gar nicht so schlecht. Lol. Ich war gar nicht so schlecht unterwegs. Alter, Safety Car. Echt? Virtuell nur. Ah. Ups. Die erste Runde geht schon gut ab. So, ich erstelle das mal schnell um. Geht das jetzt schnell? Ah, du hast auch 5 Sekunden Stop and Go? Nee, nee. Glaub, hab ich? Glaub nicht. Stand bei mir gerade. Nee, glaub ich nicht. Ja. Ich stell gerade einfach was in den Einstellungen um. Da kenn ich nix. Ich muss zurück. Es geht nicht in den Einstellungen jetzt was umzustellen. Es geht nicht. Aber ich habe geile Bilder gerade gemacht. Ja, ich habe 5 Sekunden, weil ich in der gerast bin, in der Boxenstoppgasse. Ja, hab ich doch gesagt, das ist bei dir, also du hast da irgendwas. Ja, ich hab's umgestellt, ja, ich muss wieder zurückstellen, aber es geht ja gar schlecht. Rasen in der Boxenstoppgasse, 5 Sekunden, Alter, sowas hatte ich auch noch nie. Ja, du hattest ja sowieso noch vor, einmal in die Box zu gehen, mindestens. Stell dir vor, du wohnst da und kannst von deinem Balkon das Rennen gucken, Alter. Voll geil. Ja, das ist richtig geil. Fliegen ja auf einmal ein paar Teile von Jan durch die Gegend. Ja. Also richtig erfolgreich. Bis jetzt die ersten überrunden dich gleich. Die überrunden mich. Nein, Spaß. Ich hab beide Seiten geschafft. Alter, du fährst zickzack einfach über die Strecke. Ich lach gerade auch so an. Oh mein Gott. Puh. Oh Gott. Das hat ja eine positive Sache, du musst die Kamera nicht mehr neu starten, wenn du sowieso vorher den Geist aufgibst. Also eigentlich kann ich jetzt mit Absicht in die Wand fahren. Hamilton ist Zweiter geworden. Das war sehr erfolgreich. Vettel gewinnt zum ersten Mal. Boah, jetzt bin ich gespannt, wie es am Ende ausschaut. Ey, dieses Rennen bringt mich um, ey. Oh, ey, deine Mom, warum? Da kommen sie also und steigen aufs Podium. Egal, wo man hingeht, überall auf 2 Mercedes sind da. Mit dem springenden Pferd. Und heute sind sie wieder sehr zahlreich zu sehen. So, die Rangliste. Ich bin auf Platz 4. Aber es ist noch, naja, okay, ich bin 12 Punkte Abstand zu Bottas, aber ja, Alter, Bottas ist auf Platz 1, Vettel auf Platz 2. Hamilton nur auf Platz 6. Ich will nicht wissen, wo ich bin. Ich bin 18. Du bist 18. Oh Gott. Nun gut, das hilft uns ein bisschen weiter für unseren Aufnahmetag heute. Für die Planung. Wir machen jetzt weiter mit Spanien. Das Rennen nehmen wir noch auf. Danach, wie gesagt, wird trainiert. Dann passiert sowas hoffentlich nicht mehr. Aber es war schon extrem witzig. Also ich habe mir auf jeden Fall einen abgelacht gerade. Boah, jetzt Spanien, da habe ich Bock drauf. Da muss der Sieg doch, her. Spanien ist aber besser. Spanien, also ich bin, ja, finde Spanien definitiv besser. Und da kann man ja nicht, ich so glaub, gut diese Saison. Ja, diese Saison machen wir das. Genau. Okay, das war's. Haut rein. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.